Wenn Lebeck seinen 13-jährigen Sohn Philipp zu den Spielen der C-Jugend von Rot-Weiß begleitete, konnte er sich oft nur wundern. Kaum hatte der sonst so stille und intelligente Junge einen Fußballplatz betreten, veränderten sich Haltung und Sprache massiv. Er fing an, mit den Kiefern zu malmen, obwohl er gar keinen Kaugummi im Mund hatte, rotzte auf dem Boden, obwohl er gar nicht rauchte, und benutzte Wörter, die er von zu Hause nicht kennen konnte. Heute ging es gegen Germania, die Philipp als Gegner nicht sonderlich ernst nahm. Voll die Assis, wenn wir mit denen fertig sind, spielen die wieder Memory. Vor der Umkleidekabine trafen sie auf Yildiray, den Spielmacher von Rot-Weiß. Die beiden Jungen stießen die Fäuste gegeneinander, als kämen sie aus der Bronx. Sie sagten tatsächlich, ey Alter, was geht, wie die Komiker im Fernsehen. Im Weggehen kriegte Lebeck noch mit, wie sein Sohn in die Kabine des Gegners rief, hier muss aber auch mal ein Kammerjäger durch. An der Seitenlinie stand eine Getränkebude, wo sich andere Väter bereits mit ein paar Bierchen in Stimmung brachten. Lebeck fragte die stämmige Frau in dem engen gelben Kleid hinterm Tresen nach einem Kaffee und deutete ihr Stirnrunzeln dahingehend, dass sie die Frage absurd, ja lächerlich fand. Widerwillig stellte sie ihm ein Mineralwasser hin. Ein schnauzbärtiger Glatzkopf, der unter seinem karierten Flanellhemd offenbar den Ersatzball aufbewahrte, schüttelte nur den Kopf. Die Spieler kamen aufs Feld und wärmten sich auf. Die Väter versorgten sich noch schnell mit frischem Bier. Rot-Weiß gewann die Seitenwahl, Germania in Gelb-Blau hatte Anstoß. Der erste Angriffsversuch der Heimmannschaft bestand nach einer Minute aus einem kümmerlichen Schuss aus fast 30 Metern Entfernung, der die linke Eckfahne nur um wenige Zentimeter verfehlte. Trotzdem sah der Flanellglatzkopf Lebeck an. Das Spiel ist keine 10 Sekunden alt und euch geht schon der Arsch auf Grundeis, wa? Lebeck fragte sich, ob das die modernste Variante des Jugendfußballs war, den Gegner durch Slapstick-Aktionen so sehr zum Lachen zu bringen, dass er sich nicht mehr auf das Spiel konzentrieren konnte. Philipp ließ einen ungestüm heranstürzenden Verteidiger ins Leere laufen, was dem Glatzkopf neben Lebeck gar nicht gefiel. »Da musst du draufgehen!« schrie er. Offenbar war dieser untalentierte Verteidiger sein Sohn. »Der darf überhaupt nicht zum Flanke kommen! Das haben wir doch trainiert, verdammte Kacke, normal!« »Ja, was will er denn machen?« sagte Lebeck, »wenn er so toll verladen wird.« Ist das deiner? Allerdings. Ja, pass mal auf, der kriegt doch nur auf die Socken, bis er schreit. Danach sah es aber erstmal gar nicht aus. Germania war die letzte Gurkentruppe. Alles unter einem 12:0 wäre eine Blamage, dachte Lebeck. Doch das Spiel lief schleppend. Die Sonne knallte vom Himmel und Germania befleißigte sich einer steinzeitlichen Zerstörertaktik. Das Spiel nahm an Hektik zu. Versteckte und offene Fouls häuften sich. In der Halbzeit schenkte der Glatzkopf Lebeck einen Hannibal Lecter-Blick, wenn auch nicht ganz so subtil. Die Absicht, Lebecks innere Organe zu verspeisen, war diesem Blick aber dennoch zu entnehmen. Lebeck bestellte nun doch Bier und nutzte die 15 Minuten Pause, um sich runterzupegeln. In der zweiten Halbzeit wurde das Spiel noch ruppiger und der Schiedsrichter, ein hochgewachsener A-Jugendlicher, kriegte die Partie nicht in den Griff. »Mach den alle!« schnauzte der Glatzkopf ein ums andere Mal oder auch »Leg den um!« oder »Nicht mal, wie ich den Tod sehen!« Da diese Sprüche immer wieder auch Philipp betrafen, musste Lebeck schließlich eingreifen. »Ich fände es wirklich gut, wenn Sie sich ein wenig zügeln könnten.« »Ich zügle gleich an auf die Fresse, Herr Graf!« Der Glatzkopf stemmte seine Arme in die nicht vorhandenen Hüften und verengte seine Augen zu schmalen Schlitzen, wie man sie an Parkuhren fand. Lebeck schüttelte hohnlachend den Kopf und bestellte mehrere Biere gleichzeitig, die er ohne viel Federlesens hinunterstürzte. Als Philipp, Glatzkopf Sohn, ein weiteres Mal in Höhe der Mittellinie mit einer simplen Körpertäuschung und enger Ballführung düpierte, brüllte der Vater, »Die Eier! Du musst ihm auf die Eier gehen!« Und an Lebeck gewandt, »Wenn die Schwuchtel überhaupt welche hat, wenn er nach dem Vater schlägt, dürfte der Bengel ein Wallach sein.« Jetzt reichte es Lebeck. Die Biere, die er sich genehmigt hatte, um es neben dem Flanellhemd auszuhalten, ließen ihn an die schönen Tage seiner Kindheit denken, in denen man sich gegen verbale Angriffe am besten zur Wehr setzte, indem man die Mutter des Aggressors beleidigte. »Lauf doch nach Hause zur Mama«, rief er auf den Platz. »Und zum Glatzkopf, oder ist der Tierpark schon zu?« »Hör da auf!« konterte der andere. »Ihr habt doch die Plazenta großgezogen!« »Und deiner wurde im Reagenzglas zusammengerührt«, schrie Lebeck. »So was kommt in der Natur überhaupt nicht vor!« »Lass ihn bluten, den blinden Penner! Tritt ihn zusammen, die Knastgeburt!«
Es ging noch einige Male fröhlich hin und her. Lebeck sah nichts mehr außer dem speichelschleudernden Maul seines Gegenübers. Das hysterische Gebrüll bündelte sich in seinem Ohr zu einem durchgehenden Pfeifton, der immer lauter wurde, bis Lebeck klar wurde, dass es der 19-jährige Schiedsrichter war, der pfeifend versuchte, die beiden Väter auseinanderzubringen. Erst jetzt bemerkte er, dass das Spiel unterbrochen war und die meisten Spieler sich auf den Boden gehockt hatten, um ihnen interessiert zuzusehen. Die Frau in dem gelben Kleid kam von der Getränkebude angekeucht und hielt Lebeck und dem Glatzkopf hilflos je ein Bier hin. Und da der Zeitpunkt, körperliche Gewalt anzuwenden, irgendwie vorbeigegangen war, machten die beiden Kontrahenten das Nächstliegende und stießen miteinander an. Das Spiel selbst wurde von jetzt an ohne weitere Störungen zu Ende gebracht. Rot-Weiß gewann standesgemäß doch noch 8:0. Später belauschte Lebeck noch durch Zufall ein Gespräch zwischen Yildiray und Philipp sowie zwei zauberhaft proletarischen jungen Mädchen in knappen Tops, die vor dem Spiel noch den Fanblock von Germania gebildet hatten, von den Jungs aber mittlerweile zu vollamtlichen Schlampen geadelt worden waren. Die eine von denen sagte gerade: "Sag mal, und der Olle mit dem roten Kopf war wirklich dein Vater?" "Nee", grinste Philipp, "ich kenne den gar nicht, er läuft mir schon seit dem Bahnhof hinterher." Lebeck verzog sich unauffällig und hoffte, dass Philipp seiner Mutter nichts von diesem Nachmittag erzählte.